Gut, dann machen wir uns auf in die Stadt. Wir müssen Zündkerzen holen. Und ich glaube mal, ideal ist es nicht, wenn wir auf der Straße gehen, sondern es irgendwo vielleicht neben der Straße. Wir müssen ja nicht unbedingt gleich eine Zündscheibe abgeben. Wenn auch die Dämmerung sehr schön ist und ein bisschen was Ruhiges und Besinnliches hat, wissen wir aber trotzdem, wir sind mitten im Kriegsgebiet und so schön die Landschaft ist, so gefährlich ist es da auch. Schauen wir mal auf die Mühle auf, ob da... Vielleicht haben wir von da oben eine bessere Aussicht. Ah. Da haben wir Waffenkisten mitten in der Mühle. Ah, passt. Ein Sniper mit Schalldämpfer ist natürlich ein bisschen besser. So. Da wechseln wir jetzt zu dem. Ist da wer hier oben? Na, ziemlich finster. Benutze ein Fernglas, um Feinde zu entdecken. Okay. Wo haben wir denn noch ein paar? 75? Nein. Die haben wir schon. Steht da hinten irgendwo noch einer? Ausgeschlachteter Motor gesichtet. Ah. Das ist natürlich große Chance auf Zündkerzen, wenn wir einen ausgeschlachten Motor finden. Das ist natürlich ein Masen. Okay. Sollten eigentlich alle sein. Wollen wir jetzt da zu dem Karabiner wechseln? Den wir jetzt nicht mehr haben, komischerweise. Wieso haben wir jetzt da... Wieso haben wir den jetzt nicht mehr? Hat den wieder in die Kisten gelegt? Natürlich. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, da haben wir den, da haben wir den. Wieso kann ich das nicht austauschen? Er wechselt immer die erste Position. Tja, gut. Kann man halt nichts machen. Wo ist denn? So. Stabiles Zielfernrohr. Scheiße. Sind relativ weit entfernt. Die werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen, die sehen uns auch nicht. Toll. Da soll die Latte runtergehen, nicht runterspringen von 5 Meter. So, was haben wir da? Besorge eine Zündkerze.
Nimm vielleicht noch einen. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Ich wollte gerade sagen, nimm nicht gern noch eine mit, ha? Aber anscheinend brauchen wir eh vier Zündkerzen. Frage ist natürlich jetzt, wo ist die nächste? Das werden wahrscheinlich die zwei da unten sein. Okay, da haben wir wieder Mühle. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn diese Mühlen genau so sind, dass wir dadurch einen Vorteil haben für den Sniper. Irgendwann wird in der Mühle wahrscheinlich irgendwann ein Herumlaner, ganz sicher. Dass die leer sind dauernd, ist wahrscheinlich nur, damit man sich sicher fühlt und dann in der letzten Mühle wahrscheinlich sind welche drinnen. Benutze ein Fernglas. So, da marschiert einer herum. Da hinten sehe ich eigentlich, ja, da ist einer. Das ist ein Zelt. Da hinten stehen eigentlich keine ausgeschlachteter Motor. Da haben wir ihn wieder. Das dürfte üblich sein, dass man in jedem Lager einen ausgeschlachteten Motorhänger hat. Gut. Dann gehen wir mal wieder auf die. So. Die nehme ich. Ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit jetzt ist der Alarm da natürlich. Jetzt müssen wir die Idioten, die da kommen, wahrscheinlich auch noch eliminieren. Von wo bitte schießt denn der Trottel? Mal schauen. Ich brauche eine sichere Position. Schauen.
So, der ist tot. Ich wollte nämlich nur, das haben wir ein bisschen Zeit gelassen, ich wollte nämlich genau da zwischen die Ritzen durchgeschossen. Das geht. Ich dachte mir nicht, dass es geht, aber es geht. Irgendwo schreit noch einer. Die Frage ist, wo... Da unten ist der. Wir werden uns den nehmen. Nummer 2. Halbzeit. Drüben beim Haus steht er, ne? Da ist ein Hufeisen. Was heißt das? Das ist dort ein Pferd. Da wäre ein Pferd. Und mit Hufeisen nehme ich einmal an, wir könnten dieses Pferd verwenden, um schnell zum Panzer zurückzukehren. Gehen wir wahrscheinlich jetzt nicht. Scharfschütze. Ah, sehr gut. Ist zwar ein bisschen lauter, hat keinen Schalldämpfer, aber Dynamit. Der ist wahrscheinlich hinterm Zaun. Wer bitte halt drei Schuss mit einem Scharfschützen quer aus? So, da herum sind wir auf jeden Fall einmal gut aufgekommen. Keine Munition. Das ist jetzt natürlich der absolut schlechteste Zeitpunkt für diese Meldung. Eine Waffenkiste unten, sehr gut.
Pistolen mit Schalldämpfer ist zwar jetzt keine Alternative, aber wir haben keine andere. Jetzt wird's hell auch noch. Das bereitet uns noch ein bisschen mehr Probleme. So. Nehmen wir das. Besser als gar nichts. So, den Sniper haben wir mal. Wie viel kommen denn da jetzt noch? Weg, 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 weg! Der kugelt an der Bomben. Der kugelt die Kanone in meine Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Das macht ziemlich fettes Aua. So, da haben wir eine Mühle. Können wir uns da eine flüchten? Jetzt war es natürlich schön, wenn wir irgendwo, wir haben noch keine Taschenlampen, aber wenn wir irgendwo vielleicht jetzt noch fette Knarre oder Muni finden. Erst. Nein. Da ist die Kanone. So, wo ist der Motorblock? Da ist ein Wrack. Da haben wir einen ausgeschlachteten Motor. Alles klar, das war die dritte. Und da hinten ist dann eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt einen auslassen. Nehmen wir mal an, höchstwahrscheinlich. Aber wir können von hinten herum. Dann können wir die Soldaten auslassen. Die sind nämlich übersichtlich, die Soldaten. So, pass auf, dann gehen wir da nochmal runter. Das ist das Einzige, was komisch ist bei dem Spiel, dass er die Leitern runter nicht so... Da fuhren irgendwelche in dem Hof nah. Die stehen dann da oben. Ja, das heißt, wenn wir da durchs Wasser durchgingen, kommt man von hinten zum Motor. Bingo. Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Ja, der sieht mich. Jetzt gingen die natürlich komischerweise genau in die Richtung.
jeden Stein um. Er versteckt sich vom Viecher. Finde diesen Bastard und tötet ihn! Nur noch einer. So, und die letzte, da oben ist schon wieder eine Mühle. Sehen wir irgendwo, wo die sein könnte, immer wo eine Mühle ist. Und da oben ist eine Mühle, ich gehe mal in die Richtung weiter. Die sollten mich eigentlich jetzt nicht mehr sehen, jetzt sollte ich außer Reichweite sein. Okay, die Mühle ist es nicht. Der Mannler, ich soll wieder ins Kampfgebiet zurück, das heißt, sie muss also hinter uns sein. Schön wäre es gewesen, wenn wir vielleicht ein bisschen an Markierungsbei hätten. Ich nehme mal an. Nehmen wir an, die ist da irgendwo jetzt bei uns. Bei dem Hof, da haben wir auslassen. Ist ein Wrack. Dort geht einer. Da hängt der Motorblock. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Müssen wir noch wissen, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück zur Bess. Am besten wir gingen außen. Da oben kamen wir runter. Werden wir wahrscheinlich auch wieder am freien Feld bewegen. Ich habe eine Kondition. Ich werde wahrscheinlich schon in Schlecker am Boden schleifen, bei der Bergaufrenner so extrem. Aber wir sind ja Soldat, wir haben ja die Mega-Ausdauer. Die kommt uns ja zugute und das ganz ohne Keuch. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo ist die? Da sind wir. Wunderbar. Touchdown, ganz genau. Steig in den Panzer. Das machen wir gleich und mit den Zündkerzen im Hosensack. Dann bin ich neugierig, wie es weitergeht, weil der Ort ist eigentlich bis auf die vier Pfosten, die da unten stehen, eh schon leer. Aber ja, schauen wir, wie es dann weitergeht. Bleibt dran!